Madeline Bell, thanks very much. Alles Gute, dürfen wir sagen, so sagt man auf Deutsch. Alles Gute, kleiner Remarken. Und ein bisschen Glück, wie gesagt, dürfte Sie morgen eine internationale Karriere haben. Ja, von uns fehlt von The Smoke einen Titel. Die kommt also gleich. Davor hören wir diesen jungen Mann, der neben mir steht. Und Sie heißen? Whistling Jack Smith. Whistling Jack Smith, Sie kennen ihn ja alle. Hä? Applaus bitte schön. Herzlich willkommen, heißen Offenbach. Dankeschön, yeah. Im Auftrag von dir, dankeschön. Eh? Mr. Jack Smith, how did you come to this tune at all? How did it happen? Well, it happened the way most records happen. First of all, you get a demo in the recording studio and they let you take it home for a few days, listen to it, see what you think of it, learn it if you like it, and then record it in the studio. Mm-hmm. But with this one, I had to get a special big supply of birdseed, make the old whistle a bit triller, but it worked out all right. Jack sagt, ja, ja, es war ganz schwierig natürlich, das ist ein typischer Fall. Eine Demonstrationsplatte wurde einem Musikverleger vorgelegt, dann bekam er das Ding. Er soll zu Hause gehen, das proben ein bisschen und hat viel, wie heißt das, Vogelessen oder so. Er hat ziemlich viel zu sich genommen, hat es wunderbar geklappt. So einen Erfolg haben Sie wohl sicherlich nicht erwartet. Huh? You didn't expect it to be this big, huh? No, no, well, when we did it as an outside chance, you know. We did some singing records as well at the same time. But my first singing record sold about 200 copies. And my first whistling record sold about 2 million copies, so I think I'll stick to whistling for a little while. Jack hat zwei Platten aufgenommen gleichzeitig, eine als Sänger und eine als Pfeifer. Und die singende Platte, als singende Künstler, hat 200 umgesetzt und als Pfeifer 2 Millionen. Und meint, demnächst werde ich wohl weiterhin pfeifen. Jack, do you feel a little funny working in front of a camera whistling? Well, I do when they put me on a perch. Other than that, I think I feel all right. Er sagt, wenn er auf so einem Stand da wie ein Vogel auftreten muss, dann fühlt er sich ein bisschen komisch, sonst geht's wunderbar. Whistling Jack Smith, wir freuen uns außerordentlich, dass Sie hier sind. Jetzt freuen wir uns über diesen großen Titel von Ihnen, ja? Ich hörte gerade von Jack Smith, dass es sehr, sehr gut momentan auch in Japan läuft. Er wird also demnächst nach dem fernen Osten gehen. Inzwischen aber verbringt er seine Zeit bei uns, hier in Europa. Whistling Jack Smith, Kaiser Bills Batman, yeah!